Hinten wartet der Emir. Ob er wartet, weiß ich nicht. Ich habe doch diesen Plan, wo ist er? Diesen einen Zauber zu probieren, den wir bekommen haben. Eine Asche. Ja, irgendwie dieser muss ich natürlich noch finden, dieser Zauber. Irgendwas mit einem Jungen, hat er mir doch erzählt. Die Anrufung. Ja, wie sah das aus? Zaubereien. Dornbusch. Da war es ein Item und deswegen konnte ich es benutzen. Vielleicht ein Schlüsselobjekt. Ich hoffe, wir machen nichts falsch. Können wir es nur einmal benutzen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlüssel. Das ist ein Lagerraumschlüssel. Velurad. Jetzt haben wir eigentlich alles gemacht. Ich muss das halt noch finden. Ah, hier unten, da. Die Meiste der Halskette. Oh ne. Was habe ich. Guck mal, da stand das. Das haben wir von ihm bekommen, von dem Emir. An der geheiligten Ruine verwenden, um eine hängende Glocke zu läuten. Das ging gar nicht sonst. Da hätte ich diesen Zusammenhang auch nochmal herstellen können, wenn ich meine Items richtig durchgehe. Hängende Glocke, was ist das? Ich habe es nicht richtig gelesen oder ich habe es einfach vergessen. War es nicht das, was ich meinte? Klangperlen. Soll man mein eigenes Video gucken gleich, sonst, was ich davor hatte. Was? Werkzeug? Ganz geil, wenn man auch noch mal hier sortieren könnte zwischen Elden Ring Items und Shadow of the Erdtree Tree Items. Das könnte für manche Sachen echt helfen. Nach ein bisschen Suchen habe ich es endlich gefunden. Das hier war das, was ich irgendwie gedacht habe. Gehörntes Kind. Ob es wirklich das ist, wer weiß. Das wollte ich ausprobieren. Noch was Ähnliches hier mal interessant klingt. Mikelas große Rune haben wir auch. Obwohl sie zerbrochen und ihres Reichtums beraubt ist, birgt sie immer noch die Kraft, Verzauberung zu widerstehen. Mikela machte sich auf den Weg zum im Schatten liegenden Turm und ließ alles hinter sich. Sein güldenes Fleisch, seine blendende Stärke, selbst sein Schicksal. Alles nur, um die wahre Sünde zu begraben, um das große Ganze anzunehmen und als Gott neu geboren zu werden. Er ist irgendwie auch zerbrochen, das haben wir auch gehört. Dann ja, das gab es eine Nachricht, als wir irgendwo mal irgendwo waren. So. Nutzen. Das hat ja keine Anzahl. Nutzen wir es mal. So ein Spell oder auch inhaltlich vielleicht irgendeine. Was sagst du denn dazu? Oh, hello. Ja, stimmt was nicht? Leuchtest du? Nein. Ich dachte, das ist irgendwas ändert. Vielleicht haben wir jetzt hier schon was kaputt gemacht. Zum Friedhof gehen. Ich fand die Idee toll. So ein Kind und so. Aber nein. Ändert irgendwie nichts. Auch schon ein paar kaputt gemacht. Was sagst du denn dazu? How did you? Did Count Emir reward you with that? Then I see you have gained his trust. And therefore mine. I am Yolan. The knight is yours now to wield. Don't get the wrong idea. We are neither friends nor confidants. I am merely honoring Count Emir's wishes. Enough of you. Enough of you. Okay.
Aber das hat nicht funktioniert. Schade. Mal aufleveln, dass wir nicht irgendwelche Runen wegschmeißen. Das wäre doch schon mal was. Das macht halt so gut wie keinen Unterschied mehr. Es wird nur lohnen, wenn wir mal. Skado-Baum kann ich auch nicht. Ich wollte meine Arzneimischung eigentlich nochmal variieren, weil ich auch nicht so zufrieden war mit den Sachen. Resistenz, Halteffekte, Gleichgewicht. Ist eigentlich alle Schadensresistenzen. Das auch physische. Aber prinzipiell wäre das mal ganz gut. Das hat erstaunlich lang gehalten letztes Mal. Können wir noch mal mehr lesen. Erinnert den erlittenen Schaden. Das nochmal. Ah, was machen wir denn mit dem Jungen dann noch? Oh, wo ist eine E-Mail da weg? Wie nervt das jetzt aber auch mit den Sachen über dem Kopf? So ein bisschen. Enough of you. Ah, hast du gesehen, dass der E-Mail weg ist? Ist eigentlich jetzt, weil ich das benutzt habe, dieses Item. Wir haben doch gleich einen Bossfight. Hier kommt doch gleich ein Bossfight. Wenn wir sowas machen. Noch mehr von dem Fingershit. Was er so gesagt hat, fand ich eigentlich ganz sinnvoll, der Emir, aber er hat mit den. Okay. Okay, Anna. Vielleicht los, wenn ich viel mache. Schaden durch den Schild auch, den Blutungsschaden. Die ist gefährlich. Beim letzten Mal hätte zumindest. Also. Zack. War ich ein bisschen zu spät.
Au. Und die kann man garantiert parieren. Zweimal habe ich auch gedacht, dass das Timing eigentlich nicht so schlecht war. Aber naja. Okay, das war... Nö, ist er wieder da? Aber mein Zeug liegt da unten. Geh mal weg. Ey! Did you espy something unsightly? Perchance? Well, put it out of your mind. The stars will reveal the truth in time. Free yourself of any misconceptions, lest they bring woe upon the both of us. Nein, ich hätte vorher gewusst, hätte ich nicht probiert, so zu parieren. Parieren kann immer mal schief gehen, so leicht. Oh, hello. Geh mal wieder weg. Das kann ich doch nicht machen. Ey, das Spiel. Enough of you. Vielleicht, wenn ich jetzt hier nochmal mich ans Feuer setze, vielleicht geht er nochmal kacken oder so. Und ich habe dann Zeit. Okay, da hätte ich viel defensiver gespielt. Ein bisschen mehr mit Rollen und so. Komm. Komm, geh weg. Oh Gott, was soll das, dieses Spiel? Vielleicht ist er zur bestimmten Tageszeit immer. Keine Ahnung, der muss ja auch mal schlafen. Steht denn die Tageszeit morgen? Ja, Jakob, der muss schlafen gehen. Der wird müde. Jetzt geht schlafen. Okay, dann halt nicht. Vielleicht klappt das nächstes Mal, wenn ich die andere Fingerruine besucht habe. Oh ne. Das heißt, wir müssen irgendwie dahin. Müssen dann da wieder mit der Tröte reinpusten. Übrigens, wenn das die Karte für die erste Fingerruine war, erkenne ich die halt immer noch nicht da drauf. Verstehe ich nicht. Aber wenn man sich das anguckt. Gucken wir uns mal die Karte an. Oder ist das so ganz groß? Ich habe es viel kleiner geschaut. Dass das die Finger sind, das ist der. Mal kurz da schauen. So. Und das ist der Teil dann. Und hier unten, ihr seht natürlich nicht, wo ich mir die Finger hinzeige. Ist das so im so großen Maßstab gedacht? Dann ist unten das die Küste. Das ist. Okay, dann ist das die Fingerruine. Ja, dafür brauche ich aber keine Karte. Also, ja, ich dachte, das ist ja irgendwie so ein relativ klein, wirklich, dass das so ein Durchgang ist, dass man etwas entdeckt, was man sonst nie finden würde. Das ist nur ein Hinweis. Dann ist das ja dann doch das einfach da rechts, was wir schon sehen als Fingerruine. Dann ist das einfach das hier. Das passt ja auch mit dem, hier mit dem Fluss und so. Ich habe das ich habe ungefähr auf diesen Maßstab hier gerechnet, ganz klein. Und dann hier dachte ich so, dann kommt man hier so einen Weg. Und wenn man auf der Karte das sieht, dann geht man hier am Fluss entlang und dann kommt man in so ein kleines Gebiet und da ist irgendwas Spezielles. Der meint das Ganze hier. Da komme ich doch über das Refugium des Baumes, also komme ich doch, ich lasse mir kurz gucken, nee, ist anders. Hier oben lang, oder ist die Brücke unterbrochen? Weil ich komme doch von hier, von der Klamm im Norden, über das Gebiet hier hin. Dann müsste ich doch hier, wie es auf der Karte aussieht, mich hier bewegen können. Eventuell hier runterspringen zu der Burg. Hier ist der Eingang. Über die Brücke hier hin. Dann kommen wir hier aber auch rein. Okay, interessant. Dann kommen wir in die Burg. Wir müssen irgendwie in dieses Gebiet hier oben. Frage ist, wie kommt man in dieses Gebiet von hier oben, von hier unten nicht?
Wahrscheinlich einfach durch die Schattenburg hier. Schattenberg. Fried. Irgendwie hinten raus, da rum, okay. Das ist der Weg. Bevor ich das mache, will ich eigentlich noch, hier ist irgendein Gebiet noch. Hier kommt man doch irgendwie hin. Wie kann man hier runter? Das habe ich von der Burg aus gesehen. Ja klar, das ist ja der Weg. Also, das Gebiet würde ich eigentlich ganz gerne noch angucken. Und hier oben, dieser Kreis. Ich dachte, dass man irgendwie aus dem Tal hier hochkommt. Das Einzige, was in der Nähe ist, ist entweder von hier oben, aber Drachengrube ist auch unten. Diese Drachengrube-Endstation. Mich ärgert das jetzt, dass der Emir auf meinen Runen sitzt da. Also nicht nur auf meinen Runen, sondern was ich mir anschauen möchte. Da sitzt auf 70.000 Runen, die da unten liegen. Und... warum geht das jetzt hier in zwei Richtungen? Das heißt ja Endstation. Und ich bin aus dem Westen gekommen. Mal ganz kurz zurückgucken. Warum bin ich da letztes Mal nicht weitergegangen? Oder gucken, was da gleich noch passiert. Ich erinnere mich nicht so richtig. So, hier haben wir... den Boss besiegt. Dann sind wir hier durchgegangen. Hä? Warum bin ich denn hier letztes Mal nicht weitergegangen? Oh, das ist... mein Gedächtnis ist so schlecht. Warum? Ihr wisst es vielleicht noch, wenn ihr die Videos gesehen habt. Da müsst ihr noch mal hingucken. Ich dachte, hier wäre eine Sackgasse gewesen. Ich hätte so im Hinterkopf... das heißt ja auch Endstation. Ich dachte, das wäre halt so ein... nach dem Bossfight... der Ort der Gnade gewesen. Also gut, beim Emir muss ich nochmal unter seinen Stuhl. Vielleicht klappt das beim nächsten Mal. Da muss ich einfach mal besser spielen. Vielleicht verschwindet er wieder, wenn ich hier die Tröte getrötet habe. Das ärgert mich richtig jetzt, dass der einfach sich wieder auf seinen scheiß Stuhl setzt. Könnt ihr gar nicht glauben. So, hier unten haben wir alles gemacht. Ich muss jetzt mal diesen Ärger kurz abschütteln, das belastet mich gerade ein bisschen. Haben wir hier die Inseln haben wir besucht. Stadtweitblick waren wir auch. Das haben wir gemacht. Diesen Teil noch nicht, ich weiß nicht genau, was da auf uns wartet. Ob man überhaupt hin kann. Man kann zumindest hier über die Brücke wahrscheinlich ein bisschen weiter. Diesen Teil haben wir noch gar nicht gemacht, aber ich würde denken, dass das zumindest zusammenhängt, wenn man hier lang geht. Hier rüber, das ist ein bisschen verwirrend, weil das unterirdisch ist, diese Orte der Gnade, dass man das erkunden kann, dass man irgendwie von hier dann vielleicht hier rüber kommt. Oder man muss erst diese Dornen auflösen, das wird es wahrscheinlich sein, das ist irgendein Story-Event, dass man diese Dornen auflöst. Dann kann ich in die Burg noch, diesen Teil habe ich auch noch nicht gemacht, die wird auch mit der Burg zusammenhängen, wahrscheinlich hier vorne über das Nilpferd und dann durch die Burg kommt man wahrscheinlich auch hier hin. So ganz, also wir haben schon relativ viel. Also dann kümmern wir uns jetzt mal um diesen oberen Teil hier. Das ist auch der, den wir von der anderen Seite gesehen haben. Okay, immerhin. Oder war ich hier schon und bin nicht weitergekommen? Ich habe nur die Aussicht genossen. Ich erinnere mich an diese Stelle überhaupt nicht richtig. Nee, doch. Nee, mal geht's hier runter. Ja, hier geht's runter. Warum habe ich das letzte Mal nicht gemacht? War das vielleicht verschlossen noch? Nee. Ich muss mir mehr Markierungen machen. Das darf ich sowas davon nicht passieren. Obwohl, es hat mir jetzt ein bisschen Zeit gekostet, weil ich versucht habe, alles andere zu erkunden. Aber das war der einzige Weg, sozusagen, der noch übrig war. Um hierher zu gelangen, zumindest der einzig offensichtliche. Von daher...
Nicole fragt, hat den Ort der Gnade nicht. Das kommt von hier. Das ist unterirdisch. Ich glaube, also hier unten gibt es einen Weg lang. Das habe ich relativ früh entdeckt, über die Drachengrube. Genau, hier ist der Eingang, glaube ich, der Drachengrube. Da musst du hin. Du musst hier über die Brücke hier lang, auf dem Hochplateau, ne, über die Brücke hier rechts, hier lang, auf dem Hochplateau oben lang laufen. Ich glaube, hier oben lang oder hier unten lang. Ich bin nicht ganz sicher. Nee, hier oben lang. Hier hoch, hier lang, hier lang, hier lang, hier durch die Schlucht. Und dann hier diesen Bogen machen in die Drachengrube. Da ist ein Boss. Ich glaube, dieser Drachenmann. Den habe ich relativ früh gemacht. Das war mein dritter Boss. Da gehst du rein und da ist am Ende ein relativ simpler Gegner. Drachenmann oder so heißt er. Der ist auch wirklich so Drachenmann oder so ein Kram. Der war direkt davor. Der ist hier, unterirdisch. Und dann gehst du weiter, dann öffnet sich eine Tür hinter dem und dann kommst du diesem Ort. Und der geht dann hier weiter. Also die Wege in dem DLC sind nochmal verworrener. Oh, das ist ein Drache. Die Wege sind nochmal verworrener und schwieriger als im Hauptspiel. Du kannst noch einfacher Sachen verpassen. Ich habe garantiert, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich einiges entdeckt habe, na, 100 pro auch viele Sachen verpasst, nach einer falschen Reihenfolge gemacht und so. Wie es halt immer so ist, so, wir kämpfen gegen den Drachen. Den kann man nicht parieren, das heißt, die Sachen können wir uns alle schenken. Der macht wahrscheinlich wieder Magieschaden. Und wir haben gerade den neuen Talisman, der richtig gut ist. Den gönnen wir uns, den Purpursamen-Talisman plus 1. Dann. Ich habe beim letzten Mal da nicht drauf geachtet, ob das was gebracht hat. Ich hatte das Gefühl, nein, aber ich glaube doch. Dieses Fett. Gewährt Effekte gegen Drachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was gemacht hat an der Stelle letztes Mal. Ein Schild anlegen. Na dann. Kopf nicht getroffen. Ups, nicht die Waffe weglegen. Das ist eine schlechte Idee, ich wollte dich füttern. Genau hier. Feuerdrache. Okay, da wäre Schutz gegen Feuer besser gewesen. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Das auch nicht. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh, 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 oh. Ja, es fängt alles sehr gut an. Genau wie ich es geplant hatte. Man kriegt relativ viel Schaden. So schlecht in den Kopf und es ging bei dem anderen raus da, raus da, raus da. Okay. Okay. Schwierig. Wir respawnen in der Drachengrube. Ist da nicht weiter vorne irgendwo was? Ne, anscheinend nicht. Okay, also der macht Feuerschaden, der Drache. Das heißt, wir gönnen uns idealerweise, verrückte Idee, ein Flammendrachen-Talisman. Prinzipiell sind die Fights gegen die Drachen auf Torrent gar nicht schlecht, aber der hat unangenehme AOE-Angriffe. Und ich konnte auch den Kopf nicht gut treffen, der hat den immer weggehoben. Das haben wir auch mal. Oh, jetzt haben wir tagsüber, jetzt sehen wir auch ein bisschen besser. Meine Runen habe ich ja gerade alle verloren, oder? Ich glaube, da ist gar nichts drin. Also bis auf irgendwie mal zwei Leute gehauen.
weil der Ymir sich da drauf gesetzt hat auf meine Runen. Der Sack. Der blöde Sack. Mal kurz gucken, ist da was drin? Null. Versuchen wir mal am Anfang den Treffer am Kopf zu landen. Okay, so viel dazu. Raus da. Dafür ist Torrent ziemlich gut, aus dem scheiß AOE rauszukommen. Muss aufpassen, wenn er sowas probiert. Ja, genau. Hier. Ja, ja, fuck. Zu sehr zur Seite noch. Raus da. Kann ich nicht recht rechnen. Ja, ist ja schön ausgewichen. Raus, renn. Nein, nein, nicht dahin. Renn, nein. Boah, das war knapp. Ein bisschen aufgeladen, Angriffe zwischendurch. Vielleicht kann ich ihn mal staggern. Mit den Drachen durchaus. Ja, okay, schnell. Schnell. Sauber. Immer drauf geachtet, wie viel Schaden ich mache mit normalen Angriff. Ob das Drachenfett an der Stelle was bringt. Eben nicht angegriffen. Das sind jetzt die aufgeladenen Angriffe. Scheiße, ein bisschen zu früh gerollt. Wird er sich gleich umdrehen? Ja, sauber. Sehr schön. Drachenherz, Drachenschuppenfleisch. Das ist neu, oder? Erhöht Kraft, Ausdauer, Stärke und Geschick auf Kosten von schrittweisem LP-Verlust. Ein heißer Fleischklumpen, der aus den Schuppen geschnitten wurde, die angeblich auf alten Drachen wuchsen. Wird er so konsumiert, erhöht er Kraft, Ausdauer, Stärke und Geschick auf Kosten von schrittweisem LP-Verlust. Die Drachenklingen. Nee, Drachlingkrieger gibt es nichts, was der Hitze von Drachen und ansatzweise das Wasser reichen kann. Okay.
Ausrüstung wieder ändern. Okay, den Topshop. Wir sind von Westen gekommen. Erstmal gehe ich mal nach Süden. Erstmal reiten wir nach Süden, schauen uns da um und dann den Bogen auf der anderen Seite. Oben lag doch gerade was. Oh ne. Was habe ich gesehen? Das goldene Kap. Ich dachte hier, das wäre was gewesen. Ein großes goldenes Schaf. Auch noch keins von umgehauen. Nicht jetzt hier irgendwie die. Was super gutes droppen. Aber, keine Ahnung, das sind halt nette Schafe. Ich will die nicht einfach umhauen. Wenn sie manchmal ein bisschen arg groß sind. Die besten Menschen. Mehr Respekt vor denen. Der am Anfang, der hält auch ein bisschen mehr aus als sein Kollege. Aber trotzdem. Weil ich habe davon auch schon welche getroffen, die ganz übel waren. Nicht nur in Farum Azula selber, sondern auch vorher schon mal als Bosse und auch die anderen nach dem Teleport. Oh, ich habe meinen Teleport noch. Den darf ich auch nicht vergessen. Weil den habe ich mir auf der Karte markiert. Damit ich ihn nicht komplett vergesse. Stimmt, den Teleport habe ich auch noch. Wo ging der nochmal hin? Der geht direkt hier hin. Oh, das kann nämlich gut sein. Ich schaue mir gerade, wenn ich mir diese Ebene hier angucke, die hier vielleicht zum Schattenbergfried führt, dass man hier gar nicht runterkommt, dass das hier zu steil ist. Und dann kann ich hier mit dem Teleport mich nehmen hier hin und dann eventuell hier rüber in das Gebiet. Ey, die Map ist zu viel für mich. Ich brauche ein vernünftiges Navi hier. Jetzt sind wir aufgestanden, weil ich sie nicht gefinisht habe. Da gab es auch nichts Interessantes mehr. Von daher auf Wiedersehen. Und das ist. Die Frage ist, ob das hier nur so ein Aussichtspunkt ist, wie es manchmal ist, oder ob da noch mehr zu holen ist und was man da genau machen kann. Naja. Werden wir uns auch noch angucken. Steht auch noch auf der Liste. Zum Glück habe ich mir eine Markierung gemacht, die ich hoffentlich nicht vergesse. So, was ist jetzt hier los? Wir sind hier unten. Wir sind endlich bei dem Drachen, den ich von unten die ganze Zeit gesehen habe. Das ist immer so cool, wenn man das schon lange ahnt oder wohin möchte und dann endlich da ankommt. Der große Altar der Drachenkommunion. Ist für mich relativ unwichtig. Fulgurblüte. Blume, die vor roten Blitzen knistert. Soll überall dort blühen, wo der rote Blitz der uralten Drachen einschlägt. Okay. Deswegen bin ich nicht im Menü hier. Ich will ein paar Runen benutzen. 12.000, 40.000, 15.000, 30.000. Komme ich damit auf?
Na, das sieht nicht so schlecht aus. Nein, falsch. Reicht 140 schon? Nein. Man muss verhauen hier. Oh. Oh. Warrior true. Picture yourself. Feasting upon a dragon's essence. On the throbbing heart of the oldest, vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion, the fullest sating of your hunger and your consummation as a dragon whole. Klar, mach mal mit. Yes, as it should be. Now, seek the jagged peak. There you will find Bale, the oldest and vilest of all dragons, landbound warrior. Follow your desire and slay the foul beast. Devour its throbbing heart. I will grant you the strength required. In the name of my lord, Placidus Sax. Segen der uralten Drachen. Warrior true, what is it that you need? In a time long past, Bale turned upon the Dragon Lord. The foul traitor assailed our master and inflicted a grievous wound, only to make a hasty retreat, becoming a sworn enemy of the brood. Since that day, Bale and his bloodline, the Drakes, have served as sacrifices for Dragon Communion, landbound warrior. My lord, Placidus Sax, has shown your kind what must be done. Seek communion. Sate your boundless appetite. Feel the euphoria of a dragon's essence taking root in your meager frame. In a time long, the foul traitor assailed our master and... Kommunion mit Bale abhalten. Jetzt kann man sich entscheiden. Ach Gott, da weiß ich wieder nicht genug. Okay, also hier kann ich mich entscheiden zwischen Bale und Placidus Sax. Da muss ich nochmal mein Gedächtnis auffrischen mit Placidus Sax und Bale. Also Bale ist, glaube ich, neu. Für mich zumindest. Aber Placidus Sax kommt ja aus Elden. Da muss ich nochmal irgendwie nachlesen, wofür die stehen. Oder zumindest wofür der Placidus Sax steht, was man ja schon weiß. Und dann kann man sich hier für einen entscheiden. Harpune der Drachenkommunion. Scharfe Schottersteine besetzte Harpune. Auf Gegner werfen, um hohen Schaden zu verursachen. Verfügt über einen Anti-Drachen-Effekt. Anti-Drachen-Effekt ist auch gut. Placidus Sax war der in Farum Azula. Ich glaube ja. Ein Handwerk der alten Krieger der Drachenkommunion, die den Hass der uralten Drachen gegenüber ihren Nieren Nachfolgern verkörperten. Ja, irgendwie beide sind halt nicht Freunde von uns, aber für sie stehen. Das braucht man halt, den Schotterstein, um diese Harpune herzustellen. So, Segen des uralten Drachen. Gunst, die von den Priesterinnen der Drachenkommunion im Namen des Drachenlords Placidus Sax verliehen wurde. Er braucht FP, um alle Formen der Schadensresistenz, einschließlich körperlicher, zu erhöhen.
Erhöht auch die Schadensresistenz während der Abwehr aller zusätzlicher Effekte. Jede Nacht opfert die Priesterin ihrem Fürsten ihren eigenen Schlaf und erhält im Gegenzug die Macht seiner Gunst. Ist aber abgefahren. Damit wir wahrscheinlich einen Bossfight entweder gegen Bale haben. Was passiert wohl, wenn man sich Bale anschließt? Ah! Kämpfen wir dann gegen die Drachenpriesterin oder vielleicht noch jemand anders? So, meine Runen mal einsammeln, das waren nämlich gar nicht so wenige, da fehlten genau 1000 oder so. Nicht noch eine kleine? Warte mal kurz aufpassen, dass wir nirgendwo in einen blöden Abgrund fallen. Aber nichts Kleines, was wir fressen können. Den Großen will ich jetzt eigentlich gerade nichts mampfen. Ups, das lag da gerade. Das war noch mehr von den Schottersteinen. Kann man anscheinend gut gegen die Drachen einsetzen. Meistens bin ich so nah dran, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, aber wenn man das auf den Kopf wirft, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Menge Schaden macht. Wenn es extra gegen Drachen gedacht ist und dann noch, wäre man noch ein bisschen weiter. Komme ich auch da unten durch. Nicht, dass ich jetzt noch Schafe schlachten muss, um die Runen zu bekommen. Dann könnte man gucken, was so ein großer Widdertrop oder so ein großes Schaf eher. Ich glaube, von den großen gab es nur Schafe, keine Widder. Ich glaube, für das große Ganze muss jetzt hier so ein Schaf dran glauben. Oh. 27! Okay. Sicher. Ganze Schaf-Königreiche killen, bevor ich irgendwas zusammenbekomme. Fett der Drachenkommunion. Fett. Fett geil. Ein potenten Antidracheneffekt. Kann man auch selber herstellen. Hab das Rezept aber wahrscheinlich noch nicht. Okay. Vielleicht gibt er ein bisschen eine 27. Ja gut, das ist albern. Wie viel haben wir? 240.000. Wie viel brauche ich? Keine Ahnung. Ah, hier so ein Leuchtnerschädel. Die sind ja tatsächlich mal ganz nützlich an der Stelle. Hier können wir noch mal kurz schauen. Hier zurück. Ja, was hier unten noch ist. Charos verstecktes Grab.
Also Schildkröten bringe ich nicht um. Hab ich schön vergessen. Die auch nicht. Oh, ein Seefahrer. Charon vielleicht, statt Charos. Plus Grabhütes, was können wir damit machen? Resonanzstein. So viele Sachen herstellen in dem Spiel, ist der Wahnsinn. Ist echt unfassbar. Die Seefahrer waren jetzt eigentlich meistens nicht so starke Gegner, ob sich das geändert hat. Mhm. Och nö, der beschwört solche. Okay. Halleluja. Also kurz ein bisschen chillen. Ja, ja, ja. Und das auch noch, ja. Trink was? Okay. Fuck. Das ist aber auch schlecht am Ende. Okay, die beschwört ja die, einer meiner Lieblingsgegner, obwohl das, der Kampf ging jetzt gegen den, das war auch nur einer. Das war auch nur so ein Beschworener, als auch super, so wir sind jetzt geritten, hier südlich und dann darüber, hier unten lang gleich, nicht in den Abgrund. Die selber sind halt, machen nichts, aber die beschwören ihre Kollegen. Vorher waren es diese Skelette, die man auch einfach ignorieren konnte. Der ist zu schnell, dass man ihn wirklich ignorieren kann. Dann würde mich jedes Mal einfach dann aus den Latschen hauen, wenn ich mich auf den Boss konzentriere. Hallo. Nein, nicht den Waffen. Okay. Boah, ich dachte nicht bei. Ja, wenn ich da am Anfang richtig ausweicht. Okay, das war besser. Okay, schön, dass du wieder runtergefahren kommst. Oh, weg mit dieser Spinne.
Tibias Handbuch. Tibias Ruf. Okay. Ebene höher, geht es auch noch ein bisschen da weiter. Hier ist ein kompletter Weg hier rum, hier. Ich bin immer wieder geflasht von dem Spiel, wie die Sachen miteinander zusammenhängen. Was man da schon ewig vorher gesehen hat, ist so cool. Immer Stärke jetzt mitnehmen. Dann kann ich auch bestimmte Schilde tragen und so. Machen wir das mal. Hätte ich schon vorher machen sollen. Teilweise könnte man sogar umskillen und jetzt auf. Ein bisschen Stärke mitnehmen. Könnte schon bei Kraft was wegnehmen und bei Geschick. Egal, so wichtig ist jetzt gerade nicht. Gut. Ich mache hier eine kleine Pause an der Stelle. Ich werde in der Pause mal über Placidusax nochmal nachlesen, dass ich zumindest irgendwie so ein Bauchgefühl habe, wem ich mich da eher anschließen möchte. Ich habe nämlich im Moment gar keine Ahnung. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.